Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Fallouts. Ja, schön mit leerem Inventar wieder her. Und jetzt wird alles wieder aufgesammelt. Yeah! Ja, ein bisschen was. Ja, ich habe ja gesagt, letzte Folge, ich werde das Inventar leeren. Danach werden wir nochmal herkommen und hier Gideon Buttercup aufsammeln. Hier ein paar so kleine. Denn die haben schön Schrauben drinnen und das finde ich natürlich 1A wunderbar. Kann uns auch gleich unser Kumpel hier beim Tragen helfen. Was gibt's? Mal sehen, dann, was ich in den Taschen habe. Und dann können wir schön unsere Quest abgeben. Und das Ding ist natürlich verdammt schwer, das ist ganz klar. Auch die... Aufgepasst. Oder gerade eher die Waffen, glaube ich. genau. So, auch das Richtige eben, genau. Kettenwerfer, Scharfschützenknarre. So, die Beinchen. Oh, die Beinchen sind gar nicht geschraubt. Okay, finde ich etwas seltsam. Da hinten war noch was. Wie gesagt, da kommen wir erst rein, wenn wir später den Auftrag bekommen. Von der Railroad. Den haben wir bis jetzt anscheinend noch nicht. Aber wie gesagt, später kriegen wir den dann noch. Und denn man weiß es halt, wenn man... Oh, Radkappen. Wenn man hier davor die ganze Zeit mit diesen ID-Cards hier rumgeschickt wird. Und dann steht hier noch dran. Ich muss die Karte finden. Ach so, Atomatoys. Okay, dann müssen wir wirklich die Karte finden. Dann ist die hier irgendwo versteckt. Ja, so weit kann sie ja nicht weg sein. Ich dachte zuerst, das wäre hier die ID-Card von... Na, ihr wisst schon was. 75%. Okay, das ist cool. 75% schneller beim Zielen. Das ist stattlich. Okay, gucken wir doch mal. Vielleicht finden wir die ID-Karte irgendwo. Dann könnten wir da noch reingucken. Das wäre natürlich... Körperrüstung, Supermutant. Ja, brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Weil, habe ich ja schon mal gesagt, unser Mutantenkumpel, der... Ja... geht mir eher auf den Sack, als dass er mit mir mit dürfte. Wie heißt er gleich wieder? Strong. Strong gut, Strong Hunger. Nee, dann nehme ich lieber hier meine Synths und Roboterkumpels mit, die sind mir bei Weitem lieber. Na, hier wird doch irgendwo diese blöde ID-Karte sein. Na, jetzt gucken wir noch mal einmal kurz durch. Jetzt habe ich gerade Schlüssel gelesen statt Schüssel. Vielleicht hier in diesen Blutpackages. Oh, garstig. Ja, woanders wird die kaum sein. Oder hier, Klebeband. Ja. Das hätte jetzt noch sein können. Oder hier direkt auf dem Tisch daneben. Nee. Leider nein. Atomatoys. Klebeband. Ja, natürlich. Nee, leider nein. Okay, dann lassen wir das. Ich will jetzt hier nicht die ganze Folge suchen. Da bräuchten wir jetzt von The Witcher diese... Hexersinne. Okay. Ja, dann lassen wir das. Hat es jetzt zu pissen angefangen wieder. Es ist nicht die Möglichkeit, oder? Was ist hier in dem Spiel regnet? Was ist denn das? Das soll doch ein Rohr eigentlich sein, oder? Okay. Dann gibt's halt keinen Hinterraum. Eines Tages hat die Railroad wieder mehr Leute.
Ich dachte, das wäre schon beim Switchboard passiert. Aber es bleibt uns wohl nicht mehr viel Zeit. Ah, das war ja gerade nochmal. Alter, alles okay? Naja, irgendwie nervt mich das ja jetzt schon hier. Haben wir hier was Schrotpatronen? Alter, die stopfen ja hier überall ihr Zeug rein. Todeskrallenklaue, da haben wir auch noch nicht das Rezept für diese für diesen Nahkampfhandschuh. Okay, passt soweit. Dann geht's ab die Post. Hier nach Warwick zurück. Yeah, in Chrome-Optik. Schön ohne Textur drauf. Und dann, ja, ich hätte gesagt, was machen wir denn dann? Noch ein, zwei Aufträge auch noch für... Ja, für die Minutemen oder freier Auftrag, was das dann ist. Ich wusste, du würdest uns helfen. Diese Supermutanten werden euch nicht wieder belästigen. Du warst wohl genau richtig für diesen Job, was? Danke. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. Ja, sehr schön. Jetzt können wir Preston Bescheid sagen. Der freut sich wieder wie ein... Eine neue Wasserpumpe würde schon helfen. Wie nochmal was... Ach komm, das ist doch echt das Letzte. Ja? Ich hoffe, du weißt, wie viel du für uns getan hast. Was mir gehört, gehört auch dir. Genau, ja, deswegen darfst du gleich mal Schrott sammeln. So, ich glaube, ich kann aber gar keine Pumpe gerade bauen. Auch wenn ihr hier eine möchtet. Ihr armen, armen Leute. Was fehlt denn? Gummi, Kupfer, Keramik, Öl. Ne, ich brauche ja nur das Zahnrad und Beton. Da ist doch eine. Eins. Ah, ich würde jetzt ganz gern... eine Wasserpumpe für die Herren hier bauen, wenn sie hier schon so mimimi-mäßig ankommen. Dann sehen das auch manche, wie das hier funktioniert eigentlich mit dem Bauen. Okay, natürlich finde ich hier nichts mit Zahnrad oder Beton. Plastik, okay. Aluplastik. Kleber und Stoff. Ja, die haben hier schon sauber aufgeräumt. Oh, da ist noch ein Giddy Up Buttercup. Okay, da ist Zahnräder drin. Sehr schön. Küstenwachenmütze, Kapitänsmütze. Haben wir alles. Schön den Kindern ihr Spielzeug weggescrappt. So, sollte passen, oder? Meine lieben Herren, ach, ein Beton fehlt dir noch. Ja, wo soll ich jetzt einen Beton noch rausziehen? Ja, manchmal steht hier irgendwas rum, so ein Sack oder sowas, so ein Betonsack. Oder hier so alte Ziegel. Aber hier ist echt nichts. Ihr wart wirklich fleißig. Okay, schade für euch. Ich muss weiter. Dann müsst ihr das selber hinkriegen. Okay, Aufgaben. Preston Garvey, alles klar. Nach Grey Garden sollen wir danach und finde den Grashüpfer. Passt, dann reisen wir schnell nach. Nach Sanctuary. Können da gleich unser Inventar leeren, Preston Bescheid geben. Vielleicht hat er sogar noch was zu
diesem kleinen Vorort da unten zu sagen, der ja von den Gunnern total platt gemacht wurde und übernommen wurde. Das war ja eigentlich mal sein Dörflein, glaube ich. Und auch das von den anderen Leuten vom Anfang. Aufgepasst. Klar. So, das mal alles wiedergeben. Ich kann dir helfen. Sei nutzlos. So, ja, ja, ja. Bla, 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 bla. So, Splitterminski weg. Hey, was? Ach, den Mist habe ich auch noch dabei. So, 287. Was habe ich denn sonst noch alles aufgesammelt? Sollte soweit. Ach, das Kampfgewehr. So, jetzt hier. Okay, Preston. Ach, hier unser Wachbot, der ist auch nur saulaut eigentlich. Ich glaube. Ah, und hier habe ich auch beim Inventar ausleeren zwischen der letzten und dieser Folge gleich nochmal ein paar von den Power-Rüstungen. Ja, hier ein bisschen komplettierter. Mit der ganzen Welt auf. Und der Preston läuft da draußen schon wieder irgendwo rum. Und ich glaube echt, ich baue mir hier so einen kleinen Platz hin, hier so einen Holzverschlag, wo ich wirklich allein meine Sachen lagern kann, wo ich nicht immer gestört wäre. Was jetzt? Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Sehr schön. Damit hätten wir das geklärt. Eine Siedlung hat eine Nachricht geschickt. Sie haben es irgendwie geschafft, einen Supermutantenangriff abzuwehren. Aber sie machen sich Sorgen, dass die Supermutanten mit Verstärkung zurückkommen könnten. Du solltest besser darüber, bevor es zu spät ist. Ach, kommt schon, das ist echt. Das ist so ein ewiges Ding. So ein wirklich ewiges. Das ist genauso wie das mit den Wettermaschinen eben für Tom den Tüftler. Okay, wir haben zwar hier echt geil ballistisches Gewebe bekommen. Aber immer wieder das Gleiche. Na toll, und auch noch. Und auch noch Kackwetter. Okay, verteidige Notting Beach. Ich hoffe, du bist hier, um zu helfen. Ja. Ganz genau. Was für Probleme gibt's hier? Vor ein paar Tagen sind Supermutanten aufgetaucht. War nicht viele, aber sie haben eine Menge Schaden angerichtet, bevor wir sie vertreiben konnten. Es grenzt an ein Wunder, dass niemand getötet wurde. Aber ich fürchte, wir haben die das erste Mal gerade so abwehren können. Wir wären dir sehr dankbar. Klar. Ah, toll. Ich soll hier Verteidigungsanlagen errichten, ihr Penner. Das ist natürlich was anderes. Was haben wir denn da eigentlich Neues? Ja, nix. Da, Zahnrad und Öl braucht der Papa. Können wir gleich mal hier alles Plateau machen. Ich dachte mir, ich soll hier einfach vorbei und ein paar hässliche kleine Mutantens plätten. Was ist das? Kann ich das? Nein, ich verstrahle hier bloß komplett. Na klar, und das können wir wieder nicht, was einigermaßen interessant wäre. Okay, jetzt bräuchten wir noch Öl. Ha, ha, ha.
Hallo, Fiesch. Das war jetzt nicht in meinem Sinne. Alter, was ist das? Okay, es ist nur irgendwas kaputtes Maschinenähnliches. So, es wäre jetzt dann cool, wenn das hier wieder vorbei wäre. Ach, wisst ihr was? Verteidigungsanlagen. Da brauche ich ja gar kein Selbstschussding, sondern können wir auch einfach bloß sowas hinbauen. Und freut er sich da? Nicht, oder was? Gibt's noch was Billigeres? Nee, überall brauche ich Öl. So, nochmal Schrauben. Das wird nichts mit euch. Geschafft. Dieses Mal. Was genau schießen wir? Entschuldigung. Na toll. Genau ihn am Hinterkopf getroffen. Ja, dann habe ich halt jetzt 3 Miniguns. Na toll. Habe ich den armen Siedler hier ermordet. Ich grausamer Kerl. Okay. Tja. So ist das Leben. Es tut mir leid. Immer wieder das Gleiche, wenn mir Leute in die Schussbahn laufen. Ja, das tut mir echt leid. Und genau noch der, der uns gefragt hat, ob wir ihm helfen sollen. Und dann kommen die Mutanten 3 mit Miniguns. Und wir ringen die nieder, ohne dass ein Siedler stirbt. Und dann beim allerletzten Schuss rennt der mir vor die Flinte. Also ich glaube, schlimmer geht's eigentlich gar nicht. So, hier können wir jetzt mal 3 Miniguns reinpfeifen. Und das war's dann schon wieder. Oder haben wir hier noch irgendwas anderes? Nee. Der Preston, der dürfte immer noch da hinten unten sein. Der kommt da gar nicht mehr raus. Ja? Wir haben dieses Überfallkommando der Supermutanten erledigt. Die werden keine Siedlung mehr angreifen. Schön zu hören. Schritt für Schritt werden wir das Commonwealth zu einem sicheren Ort für Leute machen, die einfach in Frieden leben wollen. Ja, der Blick ist schon ein bisschen anders. Okay, ich bin nochmal weg, bevor der mir wieder irgendwas anderes draufdrückt. So, nächster Auftrag. Goldenen Grashüpfer finden. Ja, wir schauen da noch schnell hin. Da ist zwar Mutantenecke. Also in letzter Zeit haben wir es verdammt viel mit Mutanten zu tun. Na okay, geht eigentlich. Im DLC waren es Roboter, danach waren es Mutanten, dann waren es Raider, dann waren es Gunner. Ghoule kommen ab und zu immer. Nee, wir haben es echt mit allem zu tun. Außer Meyerlurks. Meyerlurks, Kakerlaken und Ratten und sowas ist in letzter Zeit ein bisschen rar gesät, aber ansonsten Insekten, alles querbeet durch die Wand. Alles will uns an den Sack und ja, wir stemmen uns am besten dagegen, so wie es geht. Sunshine, Tidings hat doch einen Angriffsschaden genommen.
Ach komm, das ist echt. Kann man kurz schauen, Sunshine Tidings. Was essen 4? Okay, da müssten wir vielleicht sogar nachher mal kurz vorbeischauen, denn das habe ich selbst aufgebaut. Und wenn da jetzt hier wirklich was kaputt ist, dann müssten wir vielleicht doch ein paar Tomatos wieder ansehen. So, wo müssen wir eigentlich hin? Nach oben. Der goldene Grashüpfer sollen wir hier finden. So, jetzt machen wir erstmal hier die Aufgaben, nehmen wir Wassermarsch raus. Dann sind wir hier ein bisschen genauer. Okay, wir müssen einfach nochmal weiter nach oben. Dazu müssen wir hier hoch und vorne über den Gang. Deswegen kommen auch kaum Touristen, ne? Wer will schon das berühmte Wahrzeichen voller Blut sehen, stimmt's? Ja, richtig. Ja, Gott sei Dank kennen wir uns ja hier aus. Wir waren ja erst vor kurzem hier. Und es hatte doch wieder einen Vorteil. Es hat dir wieder mal einen Vorteil. Das Zeug nehme ich mit, können wir verheizen. Und da muss ich tatsächlich ernsthaft. Das ist das Ding. Nett. Ja, aber echt hier. Nett. Lies Nahrung für den Grashüpfer. Okay, wir lesen. Nahrung für den Grashüpfer. Hergestellt von Shem Drown, 25. Mai 1742. An meine Brüder und Grashüpfergenossen, niedergestreckt am 13. November des Jahres 1753, beziehungsweise 1755 Früh am Morgen doch ein großes Erdbeben meines alten Meisters im Himmel. Wie im Angesicht der Zerstörung doch Flammen kam, bin ich bei Zeiten den Hallen der gebrochenen Knochen und Prellungen wohl auf und heil. Des alten Meisters Sohn Thomas Drown will ich Nachlass in meinem Büro versprechen, doch wandelmutig wie der Wind soll ich sein. An den Ufern des Charles, wo Meister Shem auf ewig ruhet, soll man finden den Wert seines ganzen Lebens. Finde Shem Drowns Grab. Okay, dann gucken wir doch mal. Wo liegt denn der Penner? Ja, finde Shem Drowns Grab. Wollt ihr mich verarschen? Ach so, okay. Okay. Ich beschwere mich schon gar nicht mehr. Gallery Pickman, wir reisen mal schnell hin, nehmen noch schnell den Schatz mit und wir werden dann, glaube ich, beim nächsten Mal anfangen, dass wir hier die Siedlung wieder ein bisschen herrichten. Es ist ein bisschen kacke oder ich mache es vielleicht auch jetzt nach der Folge dann schnell. Wobei, wir könnten tatsächlich ab und zu sowas mal klein einbauen. So, Gallery Pickman raus und jetzt wollen wir kurz einen Schatz heben. Und bevor uns hier irgendwas. Genau, da kommt sein. Du wirst zu Boden gehen. Seine sterblichen Überreste. Bedrohlich, oder? Also, das da kannst du ziemlich gut. Zu gut. Schau wieder kommen. Geschäftsmodell.
Wir arbeiten mit einem Leichenhaus zusammen. Könnte funktionieren, oder? Ja, das wäre nach wie vor perfekt. So. Sollen wir hier mal buddeln? Grabschändung. Glaub's ja nicht. Shemdron-Schwert. Na, super toll. Was haben wir noch? Keine Angst lesen. Fürchte dich nicht, die Klinge ist vom Eisen des Teufels, doch nur der Träger macht sie böse. Drone. Hätten wir noch ein bisschen Silber und Kupfer und Goldbarren. Okay, das war jetzt nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Machen wir noch ein kleines Abschieds-Screeny. 26 Minuten geht die Folge. Wir machen jetzt ganz kurz einen kleinen Ausflug nach Sanctuary, liefern da das Zeug ab und dann werfen wir uns Tomakos ins Gepäck und werden dann nächstes Mal gleich losreisen. Dann haben wir das in 2 Minuten, haben wir das wieder aufgebaut sind und dann sind alle fröhlich. Ja, genau. Und ihr seht dann auch mal, wobei Sunshine Tidings waren wir schon mal, glaube ich. Bis jetzt habe ich ja nicht so viele Dörfer hergezeigt, was ich gebaut habe. So, jetzt aber hier, zack, zack, fliegt das ganze Zeug rein. Was haben wir denn eigentlich schon wieder? Ich habe doch gar nicht so viel aufgesammelt. Waffen. Okay, das Ding. Dann das Drone-Schwert. Fliegt da rein. Wer braucht denn sowas? Ist schon ein bisschen überholt, das Ganze. So, Tomakos. Ich hab gehört, die Leute auf der Finch-Farm brauchen Hilfe. Die Minutemen sollten... Toll, was habe ich jetzt eingesteckt? Hier. Ach, Gott sei Dank sieht man das gleich aus. So, wir brauchen Mais, Melone, nee, Tato. Und zwar nehmen wir mit 16 oder 18. So, das passt. Und... Ach Mensch. Okay, wir haben wieder mal einen neuen Auftrag, werden aber beim nächsten Mal dann anfangen eben mit Tattoo-Anbau. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn dem so war, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, macht's es gut.